Millionen von Kraftfahrzeugen aller Art bewegen sich auf unseren Straßen. Täglich kommen weitere dazu. Verkehrsmittel der Zukunft werden entwickelt in der Luft, auf der Schiene, über und unter der Erde. Mit jeder Konstruktion neuer Antriebsarten muss auch die Entwicklung von Bremsbelägen Schritt halten. Tag für Tag wird sie damit vor neue Aufgaben gestellt. Hier in den Jurit-Werken in Rheinbeek bei Hamburg arbeiten Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, die wissen, dass es keinen Universalbremsbelag geben kann, den man wahllos einsetzt, wo immer man will. Sie wissen, dass es nur einen optimalen Belag für einen ganz speziellen und bestimmten Anwendungszweck geben kann. Und bei den fast unübersehbar vielen Möglichkeiten, die sich aus der Wahl der Rohstoffe und deren Mischung untereinander ergeben, muss alle Erfahrung, müssen modernste Hilfsmittel eingesetzt werden, um mit Konsequenz und Beharrlichkeit ein selbst gestecktes oder vorgegebenes Ziel zu erreichen. Reibwert, mit dem griechischen Buchstaben μ bezeichnet, ein Begriff mit dem Produkt Bremsbelag unlösbar verbunden. In der Demonstration des physikalischen Labors bleibt ein Reibpartner, das laufende Band, immer gleich. Der andere, mit einem bestimmten Gewicht, ergibt in der Reibpaarung einen Reibwert von 0,6. Einer der Reibpartner, gegen einen anderen ausgetauscht, hat bei gleichem Gewicht, aber anderer Materialzusammensetzung, einen Reibwert von 0,4. Der Reibwert ergibt sich also immer aus der Reibpaarung des Bremsbelages mit einem Gegenmaterial. Oder in die Praxis des Kraftfahrzeuges übertragen, zwischen ihm und der Bremsscheibe oder Bremstrommel. Eine Tatsache, von der auch jedes Entwicklungsgespräch über eine neue Belagqualität auszugehen hat. So wie hier mit der Problemstellung Bremskraftverteilung. Bei diesem Komplex haben die Wissenschaftler und Techniker von Jurit nicht nur deutsche, sondern auch internationale Abnahmebestimmungen zu erfüllen. Sehr oft stoßen Theorie und Praxis hierbei in Grenzbereiche vor, die die Erfüllung dieser Forderungen oftmals sehr schwer machen. Automobilkonstrukteure geben einen festen Datenkranz vor, auf den das Reibmaterial dann mit äußerster Sorgfalt abgestimmt werden muss. In diesen Konzeptionsgesprächen geht es immer wieder um die gleichen Eigenschaften einer Belagqualität. Geschwindigkeits- und Temperaturfading, Nässeunempfindlichkeit und Geräuschruhe, Heiß- und Kaltreibwert, Verschleißfestigkeit, Angriff des Gegenmaterials und Wärmedurchgang. Erst alle diese Eigenschaften zusammengenommen und mit weiteren gegeneinander abgestimmt und ausgewogen, ergeben schließlich das Reibwertverhalten eines Bremsbelages. Nur der nicht qualifizierte Automechaniker oder der selbstmörderisch bastelnde Laie wird diese Wald- und Wiesenbremsbeläge verwenden, die als anonyme Ware und meistens zu Billigpreisen im Nichtfachhandel angeboten werden. Die marktorientierten Mitarbeiter von Jurit aber werden sich damit nicht identifizieren, denn sie bürgen für den von ihnen entwickelten, erprobten und bereitgestellten Markenartikel. Denn das Wissen um den neuesten Stand der Forschung und eine modernste technische Ausrüstung steht ihnen zur Verfügung. Hier in der Versuchshalle von Jurit stehen Prüfstände für Scheiben- und Trommelbremsen, Kupplungen für Trocken- und Öllauf. Hier werden nicht nur Neuentwicklungen ausgeprüft, sondern auch die laufende Produktion überwacht. Zusätzlich zu den Informationen der Vielzahl von Prüfständen werden die Fahrzeugtypen der verschiedensten Hersteller mit zum Teil sehr aufwendigen und komplizierten Messgeräten ausgerüstet. Datengeber, die von Jurit für spezielle Anwendungsbereiche entweder selbst entwickelt wurden oder deren Zuverlässigkeit und Präzision sich jahrelang bewährt hat. Sie werden in die Versuchsfahrzeuge eingebaut und ihre Namen wie Verzögerungsmessgerät, Druckgeber und Druckanzeiger sind dem Fachmann geläufig. Auf die von ihnen ermittelten Werte kann er sich verlassen. An allen vier Rädern wird nicht nur die Temperatur der Bremse, sondern auch die der Bremsflüssigkeit ermittelt. Alle Werte der Einzelmessstellen werden von einem Vielfachregistriergerät zusammengefasst und fotoelektrisch aufgezeichnet. Trotz ständiger Überwachung und Justierung der Geräte haben die meisten eine Zweitmessstelle, die durch Umschalten Vergleichs- und Kontrollmessungen ermöglicht. Nur eine weniger verantwortungsbewusste Firma als Jurit würde auf diese zeit- und kostenintensiven Informationen verzichten.
Eine Szene aus dem Alltag. Zwei Freunde benutzen den gleichen Fahrzeugtyp. Das Kind im Manne führt zu der Frage, wer ist schneller? Ein totes Rennen. Aber die Bremsbeläge des einen entsprechen nicht den Anforderungen, die an das Geschwindigkeitsfading gestellt werden. Und in kritischen Momenten des Straßenverkehrs kann diese Tatsache bereits unfallentscheidend sein. Diese und andere Situationen werden bei der Ausprüfung einer neuen Belagqualität von Jurid selbstverständlich vorweggenommen. Auf dem entsprechenden Prüfstand simuliert, ergibt die Aufzeichnung eine klare Aussage über das spätere Verhalten der Belagqualität bei hohen Geschwindigkeiten. Digitalanzeigegeräte messen die Bremsstrecke zum Beispiel auch über die Auslaufdrehzahl. Dabei wird eine gute Belagqualität auch bei steigender Geschwindigkeit so nahezu konstante Werte erbringen, wie sie die Kurve des Messgerätes zeigt. Jurid darf nicht darauf verzichten, seine Produkte mit denen anderer Erzeuger zu vergleichen. Bei solch einer Qualität zum Beispiel wird hier ein deutlicher Abfall des Reibwertes auf der Messkurve registriert. Jurid will es wissen. Was nicht zu Bruch geht, ist nicht zu Ende erprobt. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, werden die Prüfstände aus schalldichten Kabinen gesteuert und überwacht. Die äußersten Belastungsgrenzen werden nicht nur am Prüfstand, sondern auch im Fahrzeug ermittelt und festgelegt. Eines der Messverfahren geht über den sogenannten Impulsgeber. Jede einzelne Radumdrehung wird damit exakt registriert und der gefürchtete Schlupf weitestgehend eliminiert. Zur Gegenkontrolle dienen häufig das Peisler-Rad, IFK und Motometer oder der Tapley-Verzögerungsmesser. Voraussetzung für exakte Messergebnisse im praktischen Fahrversuch ist das Fahrzeuggewicht. Entsprechend der höchst zulässigen Belastung, die der Fahrzeughersteller angibt, wird es ausgelastet. Zusammen mit den Körpergewichten von Fahrer und Beifahrer, von Messgeräten und Zuladung, wird besondere Genauigkeit auf die Achslastverteilung gelegt. Vorder- und Hinterachse einzeln ausgewogen, sodass ein Genauigkeitsfaktor von plus minus 1% gegeben ist. Um frei von unvorhergesehenen Verkehrsereignissen zu sein und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, werden die Versuche, die bewusst und gewollt bis an die äußersten Grenzen von Mensch und Material gehen, oft auf speziell dafür ausgesuchten Pisten gefahren. In unteren oder doch zumindest normalen Fahrgeschwindigkeiten, wo wie hier die Bremswegmessungen mittels elektronisch gesteuerter Zeit- und Verzögerungsmessgeräte ermittelt und im Prüfprotokoll festgehalten werden, mag das vielleicht nur eine Vorsichtsmaßnahme sein. Dort jedoch, wo die eingangs erwähnte fragwürdige Ware in die Versuchsfahrzeuge genommen wird, sind solche verkehrsfreien Strecken eine absolut notwendige Voraussetzung für jeden Fahrversuch. Als Folge ungeeigneter Bremsbeläge im Schwerlastzugverkehr ist das Auflaufen des Anhängers und Querstellen des Zugfahrzeuges eine hinreichend bekannte Erscheinung. Besonders dann, wenn sie nicht wie hier zu bestimmtem Zweck leer gefahren werden, sondern die hohen Gewichte der jeweiligen Zuladungen tragen. Wozu ein solches Bremsverhalten des Fahrzeuges bei der Verkehrsdichte auf unseren Straßen führen kann, ist mühelos vorstellbar. Geschwindigkeit ist keine Hexerei, sondern mehr eine Frage der Sicherheit des Fahrzeuges. Es kann und wird Jurid aber nicht gleichgültig sein, ob der Normalfahrer bei einem Überbremsen der Hinterachse und mit qualitativ minderwertigem Belagmaterial im Fahrzeug über die gleiche Fahrtechnik verfügt wie die Versuchsingenieure und Fahrer von Jurid. Selbst ihnen gelingt es nur mit Mühe, ein Überschlagen oder seitwärts Abrollen des Fahrzeuges zu vermeiden.
Gerade bei härtester Beanspruchung ist eine sichere Verbindung zwischen Belagmaterial und Trägerblech ein sehr wesentliches Qualitätsmerkmal für einen guten Bremsbelag. Bei der Abscherprüfung muss das Ergebnis eine hohe Festigkeit und mindestens 80% Masserückstand auf dem Trägerblech aufzeigen. Sie wird nicht nur bei Neuentwicklungen, sondern auch bei Belägen aus der laufenden Produktion ständig vorgenommen. Aber damit erfüllt Jorit nur eine der Forderungen, die an seine Qualitätsprodukte gestellt werden. Eine weitere ist die der Geräuschruhe. Wieder eine Alltagssituation. Im Industrieviertel einer Großstadt. Ein rascher Imbiss zwischendurch, zahlreiche große, schwere Fahrzeuge, Kreuzungen, Ampeln. Hier ist es besonders häufig festzustellen, dieses durchdringende Geräusch des quietschenden Bremsens. Neben dem bekannten Rattern und Kreischen widmet ihm Jorit erhöhte Aufmerksamkeit. Allerdings, diese Geräusche können allgemein fahrzeugspezifisch sein, wobei der Wartungs-, Bremsen- oder Reibmaterialzustand sehr stark einflussgebend sind. Eine Originalscheibenbremse auf dem Prüfstand. Bei der Abbremsung macht der Bildschirm des Oszillographen die übermäßig starken Reibungsschwingungen des Bremsbelages, der Bremszange und der Bremsscheibe deutlich sichtbar. Beim zweiten Versuch unter anderen Bedingungen ein zufriedenstellendes Bild. Mit den entsprechenden Ergebnissen gehen die Techniker in den praktischen Fahrversuch. Nicht nur mit Personenkraftwagen, sondern auch mit Klein- und Schwerlastwagen oder mit Bussen. Hier kommen dann weitere Kriterien hinzu. Schlechte Straßenoberflächen auf verkehrsarmen Landstraßen. Rasch wechselnde Witterungseinflüsse, wie sie eine häufig anzutreffende Erscheinung in den Bergen sind. Aber nicht zuletzt auch die Verkehrsdichte auf den Straßen einer Großstadt, in der die Versuchsfahrzeuge die Haltestellen einer Buslinie minutiös genau nachfahren und wo in zahllosen Bremsungen das Verhalten des Fahrzeuges und der Belagqualitäten durch die Messgeräte gewissenhaft registriert und anschließend ausgewertet wird. Nicht erst jetzt, seit Jorit-Bremsbeläge auf der ersten serienmäßigen Scheibenbremse für Busachsen zu finden sind, stellt sich die Frage nach der Nässeunempfindlichkeit auf Scheibenbremsbelägen. Was in der Entwicklung der Scheibenbremse noch ein Problem war, kann heute von den Jorit-Technikern als gelöst betrachtet werden. Aber deshalb wird nicht darauf verzichtet, jede Neuentwicklung auch auf ihr diesbezügliches Verhalten auszuprüfen. Ebenso wie die auftretende Erscheinung, die im Fachjargon als sogenannte Morgenkrankheit bezeichnet wird. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und nach längerer Standzeit kommt es in der Bremse mitunter zu Flugrostbildung. Das hat dann meistens die sogenannte giftige Bremse zur Folge und muss als Faktor ebenso einkalkuliert werden wie der Wärmedurchgang im Reibmaterial. Um ein Beispiel zu geben, wieder eine Alltagssituation. Bei längeren Abfahrten in den Bergen mit stark belastetem Fahrzeug ist immer wieder festzustellen, dass der Fahrer nicht unter Zuhilfenahme des Motors, sondern ausschließlich mit dem Fuß auf dem Pedal bremst.
Unterbricht er nach dieser Dauerbremsung die Fahrt für kurze Zeit, vielleicht um sich mit neuem Kraftstoff zu versorgen, so kommt es vor, dass er bei der ersten Bremsung unmittelbar danach ein Versagen der Bremse feststellen muss. Die Ursache? In der Bremsflüssigkeit ist es zu Dampfblasenbildung gekommen. Jurid misst daher gründlich die Wärmeleitfähigkeit und das Wärmespeicherungsvermögen jeder neu entwickelten Reibbelagqualität. Und erst bei Ergebnissen, die den gestellten Anforderungen entsprechen, werden die Versuchsfahrzeuge für die vorgesehene Alpenerprobung mit diesen Belägen und den dafür vorgesehenen Messgeräten ausgerüstet. Diese Einrichtungen müssen ganz besonders fahrfest angebracht, gesichert, verkabelt oder an das Hydrauliksystem angeschlossen werden. Die von ihnen gelieferten Daten und Resultate müssen zuverlässig sein und jeder Überprüfung standhalten. Die Kosten dieser Ausrüstung übersteigen den Neuwert eines Fahrzeuges mitunter um das 5-, ja sogar um das 10-fache. Für Jurid sind sie dennoch erforderlich, um den praktischen Fahrversuch zu dem zu machen, was er ist. Das letzte entscheidende Glied in der Kette, die den Kreis schließt um die Herstellung eines Produktes, von dem so viel abhängen kann, dem Bremsbelag. Edelweißspitze, höchster Punkt der Großglocknerstraße. Versuchsfahrten werden auch dann konsequent durchgeführt, wenn ungünstige Witterungsumstände an das Können und die Konzentration der Versuchsfahrer höchste Anforderungen stellen. Bei dieser Abfahrt im Schleichtempo treten an der Bremse sehr hohe Temperaturen über einen längeren Zeitraum auf, wobei die Standfestigkeit der Bremse beobachtet und registriert wird. Großglocknerstraße, im Touristenverkehr eine der meistbefahrenen Alpenstraßen, bringt eine starke Wechselbeanspruchung infolge der unterschiedlichen Streckenabschnitte und Längen des Gefälles. In verschiedenen Geschwindigkeiten des Fahrzeuges bei den unterschiedlichen Abfahrten wird gemessen, registriert, gemessen. An jedem Rad werden nicht nur die Temperaturen der Bremsscheiben, sondern auch die der Bremsflüssigkeiten, die immer unter denen der Bremsscheiben liegen, abgenommen. Sorgfältig werden sie in genau festgelegten Abständen in die Fahrprotokolle eingetragen. Je nach Fahrgeschwindigkeit 12, 16, 20 Mal bei jeder dieser Prüffahrten, die erst an der Mautstelle im Tal enden. Und hier sind selbst die Pausenzeiten mit der wohlverdienten Zigarette noch Programmteil dieser Ausprüfung. Nach exakt 7 Minuten wird durch die Abschlussmessung festgestellt, ob es zu Dampfblasenbildung in der Bremsflüssigkeit und damit zu Wärmedurchgangsproblemen gekommen ist. Und Start zur zweiten Abfahrt.
Bei jeder Fahrt vom Gipfel zum Tal, die mehrmals am Tag erfolgt, muss so disponiert werden, dass die Versuchsfahrten durch den Normalverkehr nicht behindert werden und dass sie ihn nicht behindern. Sie finden deshalb in der Regel kurz nach Sonnenauf- und kurz vor Sonnenuntergang statt. Das kostet Zeit und mitunter einiges an Nerven. Dennoch kann und darf darauf nicht verzichtet werden. Denn die Erfahrung zeigt, dass ohne diese erheblichen Aufwendungen an Entwicklung und Ausprüfung oder bei Verwendung von fragwürdigem Belagmaterial in einer späteren Alltagssituation Umstände des Temperaturfadings eintreten können, in denen ein an der Straße gelegener Berghang die Funktion eines guten Bremsbelages als letzter Ausweg übernehmen muss. Viele Automobilhersteller haben einen hohen Exportanteil. Bedingt durch längere Standzeit unter besonderen klimatischen Bedingungen, zum Beispiel beim Überseetransport, kam es in der Vergangenheit vor, dass die dabei möglicherweise angelegten Bremsbeläge derart angerostet waren, dass die Fahrzeuge nach der Entladung nicht mehr mit eigener Motorkraft bewegt werden konnten. Bremstrommeln mussten unter Zuhilfenahme von Abziehvorrichtungen demontiert werden. Kostspielige Reparaturarbeiten waren die Folge. Jurid konnte auch hier entscheidende Verbesserungen seiner Produkte erzielen. Im Tropenschrank wurden die Umstände, die zur Entstehung der Korrosion führen können, so simuliert, dass die später gegebenen Bedingungen der Lufttemperatur und Feuchtigkeit den Normalfall nicht nur vorwegnehmen, sondern sogar erheblich übersteigen. Die ermittelten Abziehwerte geben Gewissheit darüber, dass Wissenschaftler und Techniker hier ein Problem so weit gelöst haben, dass den diesbezüglichen Forderungen der Fahrzeughersteller zweifelsfrei entsprochen werden kann. Auf diesem Sektor ebenso wie auf einem anderen Gebiet. Es ist ein physikalisches Gesetz, vom Wasser bei Eisbildung einmal abgesehen, dass die meisten Stoffe sich bei Erwärmung ausdehnen. Es ist also nur natürlich, dass hier im Zusammenhang mit den Zuspannkräften der Handbremse Probleme auftreten können. Eine der Aufgaben der Entwicklungsabteilungen der Juridwerke ist es deshalb, unter Vorwegnahme der späteren Einsatzbedingungen dafür zu sorgen, dass sich die Wärmeausdehnung des Materials in den Toleranzgrenzen der praktischen Anforderungen hält. Die Kontrolllampe zeigt an, dass hier ein durch vorprogrammierte Lochkarten gesteuertes Prüfprogramm abläuft. Bei sehr hohen Temperaturen in und an den Bremsen spielt keineswegs nur das oft zitierte Wärmefading des Bremsbelages eine Rolle, sondern auch die Ausdehnung und die damit verbundenen maßlichen Veränderungen der Bremse. Diese Eigenschaften der Bremse werden auf dem Prüfstand simuliert und ausgewertet. Auch wenn die hierbei ermittelten Ergebnisse ein unmissverständliches und positives Bild zu zeigen vermögen, folgt ihnen der entsprechende praktische Fahrversuch. Nachdem die dafür vorgesehenen Fahrzeuge vorbereitet und ausgerüstet sind, werden die Temperaturen durch diese Temperaturfühler direkt an der Bremsscheibe oder der Bremstrommel abgenommen. Dann geht es zum Stifzer Joch, den wohl härtesten und schwersten Alpentest überhaupt. Lochabfahrt 23 Minuten. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Start.
angefangen bei 2900 Meter Passhöhe, über eine Streckenlänge von mehr als 20 Kilometer mit 42 Kehren und Spitzkehren bis zum Endpunkt der Fahrt, über eine Höhendifferenz von 2100 Meter in 26, 22, 18 Minuten und noch darunter. Hier ist die Registrierung der Messwerte durch Handschrift nicht mehr möglich. Ein Diktiergerät muss die vom Tonband kommenden Abrufwerte festhalten. Vorne links 310 Grad, vorne rechts 320 Grad, hinten links 280 Grad und rechts 300 Grad. Nach 12 Minuten Abfahrtsdauer. Vorne links 530 Grad, vorne rechts 520 Grad. Wenn zum Vergleich selbst ein geübter Normalfahrer zur Bewältigung dieser Abfahrt ca. 45 Minuten benötigt, so ist damit in etwa aufgezeigt, mit welcher extremen Härte hier geprüft wird. Ein Test, der die normale Beanspruchung um ein Mehrfaches übertrifft. Vorne links 540 Grad. Dabei sind auch hier die Ausprüfungen in Tageszeiten zu legen, in denen sie nicht durch den Touristenverkehr beeinträchtigt und damit wertlos gemacht werden können. Und wenn es einmal vorkommt, dass die letzte Abfahrt erst endet, wenn es im Tal schon dunkel ist, dann wird bei den auftretenden Spitzentemperaturen bis zu 800 Grad deutlich, dass mit einem vielfachen Sicherheitsfaktor gegenüber dem Normalbetrieb ausgeprüft wird. Damit wird dann der Schlusspunkt gesetzt hinter einer Reihe von Versuchen, die hier im Feld der Joritwerke begonnen haben. Gesetz nach Sicherheitsteile sind. Seine Produkte dienen der Zuverlässigkeit von Verkehrsmitteln, dem Schutz wertvollen Transportgutes und nicht zuletzt der Sicherheit und dem Leben unserer Mitmenschen.